dass die Impfung nicht schwindelverbindlich ist und der Zugang zum Impfstoff nicht sein. Und das ist die große Frage. Wie kann es sein? Also du bist eher pessimistisch, was ich da ja, so höre. Beides. Ich bin nicht pessimistisch. Ich würde sagen, wenn das nicht ein Ende hat, bis Ende Juni, Juli spätestens, ja, dann wird tatsächlich eine Einladung für Impfungen kommen. So wie es die Randy Wagner gesagt hat, sie schickt aus Einladungen zum Testen gehen. So werden befürchtet, dass diese Frau aufsteigen wird, anstatt des Rudis. Unser lieber Rudi, da war der Rudi ja noch Cholera vom Feinsten. Aber das ist eine nicht empathische Frau, die fährt auf der Linie Israel, die fährt auf der Linie Diktatur. Ab dann wird es Einladungen geben zu Impfungen. Und wer nicht gehen wird, das wird bald so sein, dass er dann geahndet wird. Ja. Aber wir haben die Chance, dass wir frei werden, wenn sie alles auflässt bis dorthin und wenn diese Lügen, die jetzt eh schon am Tisch liegen, endlich auch von den Mainstream-Medien übernommen werden und das Ganze öffentlich bekannt wird, dass es eine Lüge ist. Es gibt Corona, es gibt die Krankheit, ich glaube, wir haben vor dem Jänner schon gehabt. Ich kenne mittlerweile, die haben es gehabt, allerdings mit leichtem Verlauf, auch ältere. Man kennt aber auch, sie haben ein Grippal gehabt, ja. Und ich habe die Hoffnung, dass wir bis Juni, Juli alle Lügen da haben. Wenn wir die Lügen nicht aufdecken und wenn sie nicht auf den Tisch kommen, dann wird es Diktatur vom Feinsten. Und ich sage nur eins, wir sind dann im Arsch. Im Arsch. Ich hoffe es noch, aber ab dann weiß ich eigentlich kein Rat mehr. Da weiß ich kein Rat mehr. Nein. Ich bin von ersten Tag an dabei gewesen, 24.04. mit der ICI, dann am 1. Mai, was weißt du. Seit einem Jahr geht das jetzt, ich bin voriges Jahr am 14.04. heimgekommen von Ägypten und bin in den Wahnsinn geflogen, in den Wahnsinn. Der Wahnsinn ist, wie gesagt, ich bin ein Wunder, nicht? Dass ich noch immer lebe ohne Masken und dass ich noch immer lebe, seit einem Jahr nicht einmal annähernd der Krankheit kommt, nicht annähernd. Und das macht mich unendlich traurig, weil das Leben für mich eigentlich nicht mehr so, wie es jetzt ist, nicht mehr lebenswert ist. Und ich war immer ein lebensfroher und lustiger Mensch und weg. Blowing in the wind.